Ja, servus, grüß dich. Hallo Thomas, entschuldige, jetzt war ich gerade in einem Telefonat. Ja, kein Thema, ich war gerade draußen, deshalb habe ich jetzt nicht gehört. Laufen gehen ist eh schlau, sollte ich auch einmal machen. Ja, naja. Weil das ist das Einzige, glaube ich, dass man den Kopf frei kriegt, ja. Na du, ich wollte mich nur nochmal bedanken bei dir für deine nette SMS, gell? Entschuldige, dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Ich war nur irgendwie die letzten Tage so fertig. Ich war irgendwie nicht imstande, da mich zu melden. Na du, weißt eh, Sebastian, wie es mir geht. Ich will dir gar nicht. Ich fühle mich da, ja, also es ist alles ein Wahnsinn. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, gell? Wie geht's denn dir, hm? Ja du, mir geht's überhaupt nicht gut. Es ist alles ein Wahnsinn. Ich denk darüber nach und du hast so viel Zeit einfach auch dem allen untergeordnet. Ja, und ich komme dann immer wieder zu diesem Ding und denk darüber nach. Warum ist dieses Kastel in meiner Wohnung, ja? Und wenn dieses Kastel und so, dann denke ich halt auch darüber nach. Bei mir ist es dann so, wenn ich das damals gewusst hätte, ja, dass das alles, ich habe ja an diese ganzen Dinge teilweise gar nicht mehr einmal mehr gedacht, ja, dass die das alles so veröffentlichen, weil dann wäre ich in der Sekunde damals ins Ausland gegangen oder irgendwas anderes gemacht, ja. Aber sowas wie die das halt spielen, so scheibchenweise. Na, sie spielen alles und sie spielen jetzt, dass ich gesagt habe, der Mitterlehner ist eine Sau. Und dann tun sie so, als hätte ich noch nie irgendwer anderer gesagt. Also ich finde auch so arg, dass dann, jetzt wird es gerade so dargestellt, als wäre ich der erste Mensch, der in Österreich schon mal über wen geschimpft hat. Ja, vor allem, du kriegst so einen wirklich. Also ich werde es nie vergessen, diese Regierungssitzung damals mit dem Mitterlehner. Und mit dem Feimann noch, ja, wo der so den Porsche fertig gemacht hat, ja. Und die damalige Staatssekretärin Stesel, dass die beide weinend rausgelaufen sind, ja. Also das ist so, der war immer ein Unmensch, der die Leute ganz mies und schlecht behandelt hat. Und jetzt steht er da so wie ein Märtyrer. Das ist also absurd und so heuchlerisch. Ja, so, ja. Also diese ganzen Sexisten da beim Standard, diese alten Männer, die sich immer so aufführen jetzt, da glauben, sie können die Moral sein. Oder dieser, wie heißt der da, dieser von den Neos da, dieser Strolz, ja, dieser Widerling, der glaubt, jetzt muss er moralische Tipps geben. Das ist einfach alles so unglaublich, also. Du, und sag, das, wie sie uns da strafrechtlich vorwerfen, kannst du dir das irgendwie erklären? Weil ich meine, Ich kann gar nicht irgendwie seither überhaupt nimmer einschlafen, weil ich schon an mir selbst zweifle und das Gefühl habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber wir haben doch nie einen Auftrag gegeben oder wir haben doch nicht einmal über Inserate und sowas geredet. Oder ich habe doch nie gesagt, du sollst der Beinschab jetzt irgendwelche Aufträge geben. Ich finde das so, ich lese diesen Akt und denke mir, das gibt's ja nicht. Wie kann man das behaupten, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon alles vergessen habe. Na, aber das ist eben das Schlimme, dass die ja ihre eigene Geschichte zusammenbauen, ja. Also es ist ja zum Beispiel auch so lustig, diese eine Geschichte, die da drin ist, mit diesem, der Kern aus Pizzabote oder so. Das war zum Beispiel damals was. Das hat den Schelling, hat die Geschichte nicht nur fasziniert, die hat ihn auch total beschäftigt, ja. Und der wollte dann unbedingt wissen, wie das bei den Österreichern ankommt. Ja, weil er, glaube ich, sich im Hintergedanken weiß, er war ja selber so ein Marketingmensch vom Möbelhaus. Ob er nicht so eine Sache beispielsweise einmal selber macht, auf eine bestimmte Art, ja. Und dann hat eben der Frischmann diese Umfrage gemacht, weil der hat ja mit der Beinschab regelmäßig halt telefoniert. Und das war ja immer so. Der hat einmal in der Woche diese Erhebungen gemacht, dann hat man halt noch 1 bis 2 Fragen angehängt. Ja, ich meine, dass diese depperte Kuh dann diese Rechnungen da umeinander schickt und aus dem die jetzt machen, das war also Auftrag. Das war eine ganz andere Sache, ja. Und was ich jetzt mal mit meinem Anwalt besprochen habe, ist, ich lese mir das ja jetzt selber gerade durch und wir versuchen das ja mal. Jetzt will man das alles mal aufbröseln. Und vor allem diese ganze Million, von der sie da reden im Inserat.
Da werden sie ja auch drauf kommen. Das haben ja weder ich noch der Frischmann noch sonst wer beauftragt, sondern es sind ja so große Kampagnen, die das BMF laufend gemacht hat, ja. Also, und da bin ich eigentlich relativ beruhigt. Und dann die Geschichte mit diesem einen. Was Partei und was ist nicht Partei? Und da lässt sich dann halt wieder vortrefflich streiten. Weil ein Kabinett immer in einer Art Koalition ist, ja. Und die Grenzen einfach verschwimmen. Weil wenn wir ein Nulldefizit machen, dann ist das für die Staatsanwaltschaft wieder was Parteipolitisches. Für uns war das dann aber eine tiefe Überzeugung, dass das richtig ist. Dass das BMF eigentlich für den Überschuss sein soll. Und daher glaube ich, dass das... Aber das heißt, du glaubst schon, dass sich das aufklären lässt, diese Dinge auch. Ja, man muss auch alles dran setzen, dass man das aufklären kann. Also ich bin da. Aber sag einmal, welches kranke Gehirn kommt darauf, dass ich das beauftragt hätte im Jahr 2016, wo der Schelling Finanzminister war und weiß, also mir tut's eh leid für dich auch, keine Frage und so, ich finde nur skurril, wie kann man sagen, ich hätte das beauftragt oder ich hätte das angestiftet. Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, das mit dem Anstiften, das ist ja zum Beispiel irgendetwas was. Ich kann dir das nicht konkret beantworten, weil das immer etwas Abstraktes ist. Und da nehmen sie so Gesamtzusammenhänge her, aus denen sie sich das ableiten. Und ich bin ja zum Handkuss gekommen bei einer ähnlichen Sache mit dem Lüger in der Casino-Geschichte. Da haben sie gesagt, ich bin der allmächtige Casino, also der allmächtige Generalsekretär im Finanzministerium. Und jeder weiß, dass der Löger so schwach ist. Und ich habe den Löger gesteuert, dass er diese großen Deals macht. Ja, das ist total abenteuerlich. Weil da frage ich mich dann auch, wie kann man auf das überhaupt kommen? Es gibt ja gar keinen Anhaltspunkt, ja. Ich meine, ich habe das wirklich dreimal selber gelesen und ich denke mir einfach, wie kommt man auf das? Und dann denke ich nach und gehe in mein Hirn und alles. Und ja, natürlich, du hast mir erzählt, irgendwie mit dich läuft so und du kennst die Journalisten und hast mit Fellner und alles. Aber du hast mir wahrscheinlich, ich hätte mich nicht daran erinnern können, aber wahrscheinlich die eine oder die andere Umfrage weitergeschickt. Ja, aber dass ich im Jahr 2016 gesagt hätte, jetzt stellst da irgendwelche Rechnungen aus und gibst irgendwelche Inserate. Also ich finde es einfach so eine Frechheit, dass man mir das unterstellen kann. Ich könnte ja jeden Tag irgendwie explodieren. Ja, und das ist das Schlimme an denen, weil die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen, ja. Und dann ziehen sie alle möglichen Leute hinein, ja. Das ist dieses Abenteuerliche, ja. Und ich kann da leider bei dieser Anstiftung, ja, also wie du gesagt hast, also wie du auch sowas kommst, das kann ich dir nicht beantworten, ja. Sie sind, wenn du den Akt durchliest, dann machen sie immer Gesamtzusammenhänge. Und zum Beispiel, das ist ja das nächste Jahr. Der Frischi und ich hätten das alles nur gemacht, um dir zu helfen, ja. Ist ja vollkommen der Schwachsinn. Und da hätten wir Buchungen gemacht und. Jeder Pressesprecher, ja, und Generalsekretär schaut natürlich, dass er seinen Chef pushen kann. Und das haben wir ja natürlich gemacht. Und das war der Schelling, ja. Der hat auch da ja auch sehr stark profitiert davon. Und in der Analyse, wie sie dazu kommen, aber mit dem Schelling hat das dann alles nichts zu tun. Weil in der Analyse, wie sie auch kommen, aber Maya mal genau anschauen. Vor allem, was ich echt spannend finde, den Frischi habe ich damals nicht gekannt. Also das ist ja irgendwie echt. Und dann tun sie irgendwie so, als hätte der sich so irgendwie den Job organisieren wollen und dann gibt's aber Chats, dass er gar nicht den Job bei mir annehmen wollte, na. Und sie haben alle Chats zwischen uns, aus keinem der Chats geht hervor. Ich habe dich zu irgendetwas angestiftet und sie erfinden es einfach. Ja, das behaupten sie dann einfach, ja. Und der Frischmann, genau das Gleiche, ja. Also, ja, das ist, ich kann dir hier nur sagen, dass das alles eine sehr merkwürdige Vorgehensweise ist. Ich meine, was für uns wichtig ist, also wird am Ende des Tages, also für uns jetzt hier, die im BMF betroffen sind, aber da gehe ich davon aus, dass der Pasquali das alles wirklich ordentlich verbucht hat, ja. Also das hoffe ich wirklich. Aber kann das sein, dass die Bayern-Schab
wen gelegt hat, weil das Österreich sagt ja, dass die alles bezahlt haben, der Beinschab. Die Beinschab hat ja, glaube ich, was sie gemacht hat, ist, die Sachen teilweise doppelt verrechnet hat, ja. Die hat uns Sachen verrechnet und dem Österreich verrechnet, ja. Und hat dann gesagt, ich mache euch das und bringe das in die Zeitung und hat es dann zweimal verrechnet. Das wird ja alles noch ein Thema werden, ja. Nur da wird es ja für mich dann spannend werden, was ich an Informationen halt, was wir dann einfach auch kriegen. Aber das wird eine totale Rechnerei werden, wie da welche Studie zu welchen Preisen wie verrechnet wurde und so weiter. Ich habe mich um diese Dinge ja nie gekümmert. Ich habe mit ihr regelmäßig geredet, jetzt nicht so oft wie andere, also Pasquali und der Frischmann natürlich viel, viel öfter, ja. Und ich habe dann gesagt, ich hätte mal gerne das und schauen wir uns das einmal an. Aber ich habe mich nie um Rechnungen oder um irgendwas gekümmert in dem Zusammenhang. Also das habe ich nicht gemacht, ja. Und dass sie mir das einmal geschickt hat, das ist natürlich, das ist für mich, das ist total deppert, dass das im Akt ist. Aber da sieht man halt auch, dass es 1:1 weitergeleitet habe, ja. Also von daher, na, es ist, diese ganze Geschichte ist totaler Wahnsinn. Dass die uns was da Strafrechtliches draus drehen. Vor allem, nachdem sie den Feimann freigesprochen haben, ja. Der damals am Ende des Tages sogar noch gezwungen hat, die Asfinag zu inserieren. Obwohl die ja überhaupt keinen Markt für irgendwas haben, ja. Und hier sagen sie jetzt, ein Ministerium haben eine ministeriumsfremde Person gefördert, weil es in einem größeren Tatplan gibt. Und für das nehmen sie den Kern und das Mitterlehner Buch. Ich meine, das ist ja so schräg, ja, das. Na, vor allem, was mich in diesem Zusammenhang wieder so aufregt, ist, ich habe ja nicht einmal in meinem eigenen Ministerium selber die Inserate vergeben, sondern immer mich bemüht, dass ich das nicht machen muss und solche Dinge überhaupt nicht diskutieren muss, weil ich mich mit dem nichts zu tun haben wollte. Und jetzt unterstellen Sie mir, ich hätte gesteuert, was im Finanzministerium für Inserate vergeben werden. Als hätte der Schelling oder du sonst irgendwer oder ich weiß nicht, absurder geht's ja gar nicht. Die Abteilung oder wer auch immer dort sich das von mir sagen lassen, das ist ja irgendwie... Ja, das ist völlig absurd, ja. Und dann noch wir halt alles, was wir gemacht haben sozusagen. Also jetzt für die Hilfe für dich, ja. Also, und das beste Beispiel sind immer diese Geschichten, dass du Budgeterhöhungen gekriegt hast. Das war damals mitten in der Flüchtlingskrise, ja. Dass wir ganz generell mit dem Außenamt ganz gut zusammengearbeitet haben. Ich meine, das war ja selbstverständlich und was ganz Normales. Ja, und ich meine, das Budget war in der Flüchtlingskrise für Integration, also... Genau, ja, und das war vor allem nicht einmal mit der SPÖ sonderlich schwer zu verhandeln, ja. Ja, ich weiß, ich kann mich eh noch erinnern, das wollten ja die Ersten, wollte Faymann selber mehr Geld und zweitens wollten die in der SPÖ sowieso das für Entwicklungszusammenarbeit und Integration waren es immer. Naja, du Thomas, bist du in Wien einmal... Das mal uns zusammensetzen können? Oder wie schaut's aus bei dir? Ja, morgen ginge es bei mir. Ginge das bei dir zufällig? Ja, bist am Abend auch oder wann bist du denn verfügbar? Morgen am Abend wäre ich auch verfügbar. Ja, also ja, morgen bin ich eben noch in Wien und dann bin ich ein paar Tage draußen und dann bin ich wieder da, aber... Ich melde mich morgen bei dir, okay? Du, nur eine Frage, diese eine Nummer... Ja, ich habe die zweite Nummer jetzt mittlerweile, aber ich bin eh auf dem hauptsächlich erreichbar. Ja, na passt, ich melde mich morgen bei dir. Gut, baba. Danke, servus.